Willkommen bei meinem wöchentlichen Format Rational am Morgen. Worum geht es heute? Verkaufe ich jetzt meine Allianz-Aktien? Außerdem, ich sage euch, mit welcher Aktie ich seit Sommer 2020 fast 70% Kursgewinn gemacht habe. Und ein spannender Einblick in die Gedanken von Investorenlegende Howard Marks. Aber zuerst das Intro und ein Kaffee für mich. Übrigens wieder repariert mit Sekundenkleber. Am Sonntag vor 8 Tagen brachte die Allianz eine Ad-Hoc-Meldung heraus. Der Grund: die Börsenaufsicht SEC und nun auch die amerikanische Staatsanwaltschaft ermitteln gegen die Allianz. Der Hintergrund: es gibt diverse Klagen von Investoren, die in die Structured Alpha Fonds der Allianz investiert haben und hohe Verluste eingefahren haben. Diese Hedgefonds wurden von der Allianz speziell für institutionelle Anleger aufgelegt. Zu den Klägern gehören die großen US-Pensionsfonds, unter anderem der Lehrergewerkschaft. Der Vorwurf: der Fonds hätte die eigenen Richtlinien nicht eingehalten und nicht angemessen auf die Marktentwicklung in der frühen Phase der Corona-Pandemie reagiert, was dann wiederum die hohen Verluste der Investoren verursacht haben soll. In Corona ging es nämlich steil bergab mit dem Fonds. Die optionsbasierte Strategie des Fonds führte laut Twitter, andere Quellen gibt es leider nicht dazu, zu Verlusten von bis zu 97%. Der Vorwurf richtet sich im Speziellen gegen die Allianz Vermögensverwaltungsgesellschaften AGI und die ungleich größere US-Tochter PIMCO. Der Allianz-Vorstand sprach in der Ad-Hoc-Meldung von einem relevanten Risiko, das die Angelegenheit erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Finanzergebnisse der Allianz-Gruppe haben könnte. Trotzdem bildete die Allianz bislang keine Rückstellungen für eventuelle Kosten der Rechtsstreitigkeiten. Das ist in Verbindung der Aussage relevantes Risiko doch irgendwie etwas schwer nachvollziehbar. Wollte sich der Vorstand vielleicht erstmal zur Sicherheit selbst entlasten? Insgesamt hinterlässt das doch eher ein schlechtes Bauchgefühl bei mir als Investor. So sahen es auch viele andere Investoren und die Aktie fiel bis zu 10% am folgenden Montag, also letzte Woche. Aber was tue ich jetzt mit meinen Allianz-Aktien? Durch den Rechtsstreit in den USA könnten Milliardenlasten auf die Allianz zukommen. Die Klagen summieren sich mittlerweile auf fast 6 Milliarden Dollar. Am letzten Freitag legt die Allianz dann auch ihre Quartalszahlen vor. Den Gewinn für 2021 schätzt die Versicherung im oberen Bereich der Spanne von 11 bis 13 Milliarden. Im zweiten Quartal erzielt die Allianz trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen ein operatives Ergebnis von 3,3 Milliarden Euro, rund 29% mehr als im Corona-geprägten Vorjahreszeitraum und mehr als von vielen Analysten erwartet. Wenn die Allianz die Klage allerdings verliert, droht also potenziell eine Halbierung des Gewinns. Das ist schon ein saftiges Risiko. Allerdings wäre dies wohl nur ein Einmaleffekt. Selbst im Worst Case würde die Allianz an diesem Risiko nicht zerbrechen. Ich halte also meine Allianz-Aktien weiter und würde bei einem noch weiteren Rückgang gegebenenfalls sogar nachlegen. Immerhin gibt es jetzt fast 5% Dividendenrendite. Am Freitag schloss die Allianz-Aktie nach den guten Quartalszahlen aber eher wieder sehr positiv und strebt wieder in Richtung von 200 Euro je Aktie. Letzte Woche hat eine weitere meiner Aktien seine Quartalszahlen verkündet, Prudential Financial. Prudential Financial bietet Finanzprodukte und Dienstleistungen an, darunter Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Investmentfonds und Anlageverwaltung für private und institutionelle Kunden. Ich habe die Aktie günstig im Sommer 2020 eingesammelt und sitze hier bereits auf 60% Buchgewinn. Zudem gab es seitdem bereits 4 Quartalsdividenden. Die Aktie ist noch immer nicht zu teuer. Das Forward PE Ratio, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das kommende Jahr, liegt nur bei unter 8 und die Dividendenrendite ist noch immer bei 4,5%. Kurzer Disclaimer: das hier ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung.
Ihr entscheidet selber und tragt auch selbst das Risiko. Das kann durchaus zu hohen Verlusten führen, für die ihr selbst die Verantwortung tragt. Ich halte selbst Aktien der Allianz und auch von Prudential Financial. Noch ein kurzer Schluck Kaffee, bevor es weitergeht. Zum Schluss noch eine kleine Leseempfehlung für euch. Oaktree CEO und Investmentlegende Howard Marks veröffentlicht auf dem Corporate Blog circa einmal pro Quartal ein Memo. Dort lässt er sich über mehrere Seiten über aktuelle Themen aus und gibt seine Meinung ab. Dieses Mal geht es vor allem um das Thema Inflation und allgemein Vorhersagen über solche und andere Makrofaktoren der Wirtschaft. Im Kern sagt er, dass es in der Vergangenheit niemanden gab, der die Makroökonomie korrekt vorhergesagt hat. Auch eben die Inflation nicht. Er nennt die Inflation in seinem Memo Mysterious. Als weiteres Beispiel hier eingeblendet der Teil aus seinem Memo, in dem er die Vorhersagen für den Aktienmarkt 2020 vor und nach Corona auseinandernimmt. Die Vorhersagen waren komplett daneben. Wer hier drauf vertraut hat, hat extrem viel Rendite nicht mitgenommen. Man sollte seine langfristige Strategie nie aufgrund solcher Prognosen über den Haufen werfen. Er führt sehr gute Gründe für und gegen eine langfristige Inflation auf, nimmt aber keine finale Position ein, weil er es eben einfach nicht weiß. Er zitiert zu Beginn auch Warren Buffett: "For a piece of information to be desirable, it has to satisfy two criteria. It has to be important and it has to be knowable." Lest euch gerne einmal das ganze Memo durch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist unten auch nochmal für euch verlinkt. Im Kern sagt er über die aktuellen Märkte, dass sie zwar hoch bewertet sind, aber nicht in Relation zu den niedrigen Zinsen bei Anleihen. Den Teil habe ich einmal für euch hier nochmal eingeblendet. Kommen wir aber nochmal zum Thema Inflation. Marx Meinung nach ist eine dauerhaft hohe Inflation möglich, aber nicht sicher. Trotzdem kann man sich als Investor auf ein solches Szenario vorbereiten. Daher gibt er den folgenden hier eingeblendeten Ratschlag. Er empfiehlt im Kontext steigender Inflation Unternehmen, die entweder Preissteigerungen einfach an Kunden weitergeben können oder eben einfach ihre Gewinne schneller steigern als die Inflation. Der erste Punkt, also das Weiterreichen von Preissteigerungen, trifft zum Beispiel auf meinen jüngsten Kauf zu, den ich euch am Samstag vorgestellt habe. Medical Properties Trust ist ein Triple Net REIT, der erhöhte Kosten durch Inflation direkt weitergeben kann, zumindest zum großen Teil. Zum zweiten Punkt, Unternehmen wie Apple haben eine solch starke Marke und Nachfrage nach ihren Produkten, dass sie in der Lage sind, ihre Preise und damit Gewinne schneller zu steigern als die Inflation. Deshalb war Apple auch Teil meines Videos zum Thema Top 3 Aktien in der Inflation. Es ist oben nochmal für euch verlinkt. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass ihr langfristig in gute Qualitätsunternehmen investiert. Lasst euch nicht von Prognosen und Vorhersagen von sogenannten Experten verrückt machen. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. So langsam sind wir am Ende dieses Videos. Bald kommt übrigens ein neues Depot-Update von mir. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert mich gerne und aktiviert auch die Glocke unter dem Video für eine direkte Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir kommt. Das war's mit diesem Video für heute. Danke für eure Zeit. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer rational handeln.